Ein wunderschönen und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Discworld Noir. Ich habe mir mal, weil ich musste ja bearbeiten, die Videos, die letzten Folgen hier mal angeguckt. Und ich möchte erstmal, bevor wir zu den Saturnalien gehen, nochmal zum einen, wo ist es, in den Oktarin Papagei gehen. Und speziell nochmal zum Leichnam. Denn ich glaube, ich habe nämlich was übersehen. Genau das. Ich habe nämlich in der Aufzeichnung gesehen, dass es da nämlich noch einen anderen Hotspot gab. Ja, Mundis Stiefel. Schauen wir uns die mal an. Mundis Mörder hatte die Beine seines Opfers mit einem Seil zusammengebunden. Es war schon schlimm genug, dass er mir das Seil stahl, ohne mich auch noch mit einem grässlichen Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ja, und das Interessante ist ja, ich glaube in der letzten Folge, einfach mal spulen, spricht Luten genau das an, dass er gefesselt gewesen sei. Aber wir wussten ja nicht, dass er gefesselt war. Nichts. In den Stiefeln hätte sich etwas befinden sollen, aber sie waren leer. Ich war ziemlich sicher, dass die Wächter sie nicht durchsucht hatten und dadurch blieben nicht viele Möglichkeiten übrig. Genau, das war nämlich jetzt die eine Geschichte. Und die andere, die ich glaube gesehen habe, war hier beim Kai. Und zwar, war hier irgendwas? Oder war es in der Kombination? Mundis Mörder hatte mein Seil ruiniert. Und deshalb konnte ich mit dem Haken kaum etwas anfangen. So. Wenn ich auf etwas stolz bin, so darauf, nichts ohne guten Grund zu stehlen. Nun, ich stehle keine Seile ohne guten Grund. War das das nicht? Manche Leute stehlen alles, was offenbar auch für mich gilt. Genau. So, nichtsdestotrotz, das ist nämlich der Seilersatz gewesen, dafür, dass es gemopst wurde. Wir wollen zu den Saturnalien. Das haben wir von Saphir als Ort erhalten, wo sie sich angeblich aufgehalten hat, um die massige Kohle, die wir bei ihr entdeckt haben, abgestaubt hat. Ja, beim Glücksspiel. Das Saturnalien kam fast einer Legende gleich. Das feine Casino befand sich an der Königsstraße. Besucht wurde es von den reichen Vertretern der High Society von Ankh und den hoffnungsvollen gesellschaftlichen Aufsteigern von Morpork. Ja. Es war ein Tempel für Stolz und Habgier. Wie in jedem Tempel waren all jene willkommen, die Geld hatten. Okay. So, haben wir hier irgendwas? Fässer? Wir haben hier unten den Ankh, mal wieder. Und ansonsten rein ins Casino. Ich wollte nicht unbedingt dem Tod begegnen und mich von ihm in eine ganz besondere, für Versager wie mich bestimmte Hölle bringen lassen. Doch auf der Liste jener Leute, denen ich nicht begegnen wollte, stand Ilsa nach Tod an zweiter Stelle. Ich sah sie sofort, als ich eintrat. Und eine halbe Sekunde später entschied ich, dass ich auf keinen Fall mit ihr reden wollte. Und dann erinnere ich mich daran, dass ich plötzlich doch mit ihr sprach. Hallo Luten, bist du noch böse auf mich? Sobald ich lerne, wie man jemandem verzeiht, wende ich mich an dich. Dies ist mein Begleiter. Zwei Kastanien. Freut mich kennenzulernen, dich. Du bist Remora Selachii? Nicht, als ich meine Identität zum letzten Mal überprüfte. Das ist Luten. Er ist ein alter Freund. Warum hielt er mich für Remora Selachii? Wir sind hier verabredet. Was willst du von einem Assassinen wie Remora? Wovon redest du da? Ich drehte mich um und sah, wie Remora eine Waffe hervorholte. Assassinen verstehen ihr Handwerk verdammt gut, aber sie dürfen keine Unbeteiligten töten. Ich weiß nicht, ob es tapfer kommt. Ich beschloss, zwischen Remora und sein Ziel zu treten. Es war sehr gefährlich, einen Assassinen bei der Arbeit zu stören. Und ich entschied, Remora mit dem alten Beantworte-Fragen-mit-Fragen-Trick zu attackieren. Warum hast du versucht, jene Frau umzubringen? Warum versucht ein Assassine, irgendjemanden umzubringen? Ja. Wer bezahlt dafür, Ilse aus dem Weg zu räumen? Du solltest eigentlich wissen, dass man sich nicht in die Angelegenheiten der Gilde. Warum sollte jemandem daran gelegen sein, Ilsa zu töten? Erwartest du wirklich von mir, dass ich einen vertraulichen Fall mit dir bespreche? Ja. Was willst du von mir, Remora? Einen schnellen Tod und eine billige Bestattung. Okay. Ha! Du hast verloren.
Es war keine Frage, sondern eine Bemerkung. Du lässt nach. Du kannst von Glück sagen, dass wir nur für Geld töten dürfen. Dich würde ich gern gratis erledigen. Ich hatte Remora in der Präsenz angesehener Personen in Verlegenheit gebracht. Daraus konnten sich Probleme ergeben. Es war schon schlimm genug, dass ich die Wache am Hals hatte. Ich brauchte nicht auch noch den Zorn der Assassinen-Gilde. Zum Glück konnten die Assassinen nichts gegen mich unternehmen. Es sei denn, jemand bezahlte für einen Auftrag, der mich betraf. Nun, das stimmte nicht ganz. Sie konnten mich fesseln und tagelang foltern, solange ich dabei nicht starb. Es war kein sehr beruhigender Gedanke. Wer war die Frau? Carlotta, was machst du hier? Es gefällt mir, ein Risiko einzugehen. Ist das Leben nicht dazu da? Die Risiken, die ich bereits eingegangen bin, reichen für ein ganzes Leben. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Wer war die Frau? Ilsa, warum willst du das wissen? Bist du eifersüchtig? Fürchtest du eine Rivalin? Alle Frauen sind Rivalinnen, Luton. Sie ist nicht wichtig. Ich verstehe. Wir können uns wiedersehen, wenn du beschlossen hast, ehrlich zu sein. Ich hatte Carlotta nie zuvor so aufgebracht erlebt. Vielleicht schlug in ihrer kalten Brust doch ein Herz. Das ist aber seltsam. Die liebe Carlotta. Hat sie vielleicht die Assassinen einen Auftrag gegeben? Ja, wer weiß. In einer Ecke des Casinos gab es einen Roulette-Tisch, aber er interessierte mich kaum. Okay. Ich wollte überhaupt nicht spielen. Nicht? Wieso denn nicht? Ein bisschen Geld verdienen wäre doch ganz gut. Ach so, wir haben ja keine Kohle, um diese zu wetten. Na gut, Carlotta. Carlotta erschien mir nicht als Spielerin. Aber eine Frau, die so aussah, konnte vermutlich mit dem Geld anderer Leute spielen. Ich persönlich glaubte, dass die Sache dadurch an Reiz verlor, aber das war ihr vermutlich gleich. Na denn? Die Frau heißt Ilsa. Wir standen uns einmal sehr nahe. Die Sache ist vorbei. Warum sagst du mir das? Weil ich dachte, dass du vielleicht Bescheid wissen möchtest. Wie steht's mit dem Fall? Nicht sehr gut. Mundi ist tot. Tot? Ja, tot. Er wurde ermordet. Und er bot keinen angenehmen Anblick. Tut mir leid. Schon gut. Ich werde es überleben. Du hättest es mir auf eine schonendere Weise beibringen können. Ich dachte, du weißt es zu schätzen, wenn man sofort zur Sache kommt. Soll ich die Ermittlungen fortsetzen? Gibt es noch einen Fall? Ich dachte, du möchtest vielleicht wissen, wer Mundi umgebracht hat und warum. Ja, das bin ich ihm schuldig. Du kannst die Ermittlungen fortsetzen. Okay. Na dann, komm, erzähl mal. Kennst du eine Frau namens Ilsa oder einen Mann namens Zwei Kastanien? Sei vorsichtig, Lou. Ich weiß es gar nicht zu schätzen, wenn man meine Zeit vergeudet. Hättest du denn sagen können, ja, setz. Ich hab hier gerade gesehen hier. Hast du jemals von einem Zwerg namens Al-Kali gehört? Nein, habe ich nicht. Schon gut. Es erschien mir ohnehin unwahrscheinlich. Wieso? Sagt dir Azile etwas? Azile? Hieß du nicht ein Irrer vom großen Netz? Eine Art religiöser Fanatiker? Und weiter? Das wär's. An mehr erinnere ich mich nicht. Okay. Ach, übrigens, Mundis Ermordung. Möchtest du Einzelheiten von Mundis Tod erfahren? Ich bin keine Frau mit schaurigen Gelüsten. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich dachte nur, dass du vielleicht Bescheid wissen möchtest. Erspar mir die grässlichen Details. Ja, wollen wir das fragen? Na klar. Hast du Mundi umgebracht? Wie bitte? Für was hältst du mich, Lou? Es hat nichts mit dem zu tun, was ich von dir halte, Carlotta. Aber die Wache stellt Nachforschungen an und wenn sie auf deine Verbindung zu Mundi stößt, wird man dich verdächtigen. Warum fragst du, ob ich es gewesen bin? Nimm mir es. Berufliche Neugier. Wenn ich es getan hätte, würdest du mich dann anzeigen? Und darauf an. Worauf? Auf dein Motiv. Du kommst mir nicht wie ein Moralist vor. Ich bin ein einfacher Mann, Carlotta. Ich habe einfache Vorstellungen davon, was richtig und falsch ist. Das Problem ist nur, meistens sind die Dinge viel komplizierter. Richtig. Fast alles ist grau, nicht schwarz oder weiß. Genau. Ich versuche, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. So etwas kann in meinem Job fatale Konsequenzen haben. Es muss enorm anregend sein, alles zu durchdenken. Ich gebe mir Mühe.
Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wenn du es wirklich wissen willst, Newton, ich habe ihn nicht umgebracht. Hast du ein Alibi? Ich sagte ihr, wann der Mord verübt worden war. Und dann fragte ich sie nach ihrem Alibi. Es überraschte mich nicht, dass sie tatsächlich eins hatte. Ich schätze, ich hätte einen beliebigen Tatzeitpunkt nennen können. Sie wäre immer imstande gewesen, ein Alibi zu nennen. Genau. Eine solche Art Frau war sie. Es gibt Zeugen, die bestätigen können, wo ich gewesen bin. Und wo bist du gewesen? Im Tempel der geringen Götter. Verbringst du viel Zeit auf den Knien, Schätzchen? Wir alle. Für deine Sünden? Ganz gleich, wie ich mich auch verhalte. Bestimmt gibt es jemanden, der eine Sünde darin sieht. Ah, Tempel, ne? Schauen wir mal. Kanntest du Regin gut? Regin? Du meinst den Kutscher des Grafen. Ich würde nicht sagen, dass ich ihn gut kannte, aber ich kannte ihn. Er hielt sich oft in der Villa auf. Was kannst du mir über ihn sagen? Ich habe ihm nie getraut. Ich dachte immer, dass er es auf das Geld des Grafen abgesehen hat. Okay. Im Gegensatz zu dir. Du hattest vollkommen altruistische Gründe dafür. Na klar, na klar. Ich war jung und arm. Außerdem machte ich Ulrich glücklich. Mhm. Hast du diesen Stoff schon einmal gesehen? Sei vorsichtig, Luthen. Ich weiß es gar nicht zu schätzen, wenn man meine Zeit vergeudet. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir schauen noch mal ins Notizbuch, denn Regin haben wir ja noch was. Erstmal das. Hast du von den Gegengewichtmorden gehört? Nein. Bei Mundi scheint es sich um einen Gegengewichtmord zu handeln. Oh, ich bin überaus fasziniert. Die hat was damit zu tun. Ich bin mir der Felsenfest sicher. Ich versuche herauszufinden, warum ich einen Troll namens Saphir belügen sollte. Sei vorsichtig, Lu. Okay, das ist nicht ihr Fall. Das ist nicht ihr Fall. Damit hat sie nichts zu tun. Da. Vor drei Nächten hatte Regin den Kajenank verlassen und war mit einer Kutsche mitwärts gefahren. Hast du ihn gesehen? Sei vorsichtig, Lu. Ich weiß es gar nicht zu schätzen, wenn man meine Zeit vergeudet. Okay. Wirbel? Der Croupier am Knüppeltisch war ein Mann namens Wirbel. Bei Wirbel gab es nichts umsonst. Na denn, Wirbel. Was wird hier gespielt? Knüppel, bist du interessiert, Fremder? Ich heiße Luton. Wie hoch ist der Einsatz? Mindestens $1 pro Blatt. Das Limit des Hauses beträgt $10,000 pro Hand. Ich bin dabei. Hier ist mein Dollar. Bist ein echter Großkapitalist. Wirbel erklärte mir das Spiel. Es ging dabei ums große und persönliche Arcanum. Das große Arcanum hatte seltsame Namen wie der Narr, der Pyrophant und die unglaublichen Kosten einer Käseschnitte. Offenbar ging es hauptsächlich darum, möglichst nah an 21 heranzukommen, ohne mehr zu haben. Mir kommt das alles seltsam vor. Es ist eine seltsame Welt. Was passiert bei einem Unentschieden? Dann gewinne ich. Das halte ich nicht für fair. Ich notiere es im Beschwerdebuch, in Ordnung. Spieler denkt, dass das Haus die besseren Chancen hat. Eigentlich wusste ich nicht, auf was ich mich einließ, aber ich rechnete ohnehin damit, meinen Dollar zu verlieren. Und deshalb blieb ich unbesorgt. Doch mein Verhalten schien jemand anders am Tisch sehr zu beunruhigen. So spielt man nicht. Wieso nicht? Weil man so nicht gewinnt. Gibt es eine Möglichkeit zu gewinnen? Nun, es gibt die Möglichkeit, langsamer zu verlieren. Was ist los mit dir? Ich habe oft genug gesehen, wie Leute verloren. Ich möchte es nicht noch einmal erleben. Ich habe nur $1 gesetzt. Nein, nein, es geht ums Prinzip. Was hältst du davon? Ich bin nur ein Croupier. Man bezahlt mich nicht für Meinungen. Ich verlor den Dollar, aber ich schätze, ich bekam etwas für mein Geld. Und hey, die Karten waren hübsch. Na, fangen wir mal an. Erkennst du den Zwerg auf diesem Ikonografenbild? Vielleicht. Mein Gedächtnis ist nicht so gut, wie es sein könnte. Ja. Hast du diesen Stoff schon einmal gesehen? Ich bin nur ein Croupier und weiß nichts. Okay. Vor drei Nächten hatte Regin den Kajenank verlassen und war mit einer Kutsche mitwärts gefahren. Hast du ihn gesehen? Das bedeutet mir nichts. Gut. So.
Man sagte mir, dass ich im Selachii-Mausoleum die Leiche eines bestimmten Trolls finden würde. Aber als ich dort nachsah, war es der falsche Leichnam. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Du hast im Mausoleum der Familie Selachii herumgeschnüffelt? Damit will ich nichts zu tun haben, Luten. Kennst du einen Troll namens Saphir? Oh, ich bin nur ein einfacher Groupier. Wichtige Leute kenne ich nicht. Und wenn das doch der Fall wäre, würde ich nicht einfach so darüber reden. Ich schätze, gratis bekommt man nichts von dir. Wenn du so lange wie ich in einem Casino gearbeitet hättest, wüsstest du, dass man nichts umsonst bekommt. Okay. Wichtige Leute. Aha. Also Saphir. Aha. Hast du von den Gegengewichtmorden gehört? Klar. Und ich sage dazu nur, ich wette gutes Geld, dass der Patrizier als Nächster dran ist. Hast du einen bestimmten Grund dafür? Es ist nur eine Ahnung. Okay, der Patrizier als Nächstes glaube ich nicht. Dass der hier irgendwo verwickelt sein sollte. Kennst du einen Troll namens Malachit? Ich glaube nicht. Können wir vielleicht hier weiterspielen, wenn wir den kleinen Diamanten hier abgeben? Weißt du etwas über die Ermordung eines Mannes namens Mundi? Ich bin nur ein Croupier und weiß nichts. Ja, ist klar. Das hatten wir schon. Was haben wir hier noch? Kennst du eine Frau namens Ilsa oder einen Mann namens Zwei Kastanien? Ich glaube nicht. Alkali? Was weißt du über einen Zwerg namens Alkali? Ich bin nur ein Croupier und weiß nichts. Was ist mit Carlotta? Kennst du Carlotta? Ziemlich gut. Ist sie Stammgast? Oh ja, sie kommt gelegentlich. Meistens spielt sie schließlich mit dem Geld von jemand anders. Und sie verliert nie die Kontrolle. Wie meinst du das? Nun, bei einem Spiel kann man gewinnen oder verlieren. Und damit hat es sich. Aber früher oder später verlieren die Leute die Kontrolle. Mhm. Und setzen alles, was sie haben. Vielen macht es nichts aus, selbst große Summen zu verlieren. Die meisten von ihnen sind hohe Tiere mit mehr Geld als Verstand. Und sie mögen den Zauber des Casinos Saturnalien. Es gibt auch einige Hoffnungsvolle, die es sich nicht leisten können, das gesetzte Geld zu verlieren. Aber die besten Spieler von allen verlieren nie die Kontrolle. Sie verstehen es, zum richtigen Zeitpunkt zu spielen und zum richtigen Zeitpunkt aufzuhören. Okay. Und Carlotta gehört zu Ihnen? Carlotta hat immer alles unter Kontrolle. Okay, hat alles unter Kontrolle. Das ist natürlich... Bedeutet das Wort Azile etwas für dich? Ich bin nur ein Croupier und das bedeutet nichts. Natürlich, dass sie eine Menge plant, beziehungsweise auch die Konsequenzen abschätzen kann. Das hatten wir schon, Mindys Ermordung, haben wir noch irgendwas? Das sind jetzt die Fälle, okay. Hier hatten wir nichts weiter. Wir quatschen ihn nochmal normal an. Gehört dir dieser Laden? Das Casino? Nein. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Wer ist der Eigentümer? Das weiß ich nicht. Was? Vermutlich gehört das Casino einer Gruppe von Personen. Vielleicht gehört es auch niemandem und läuft von ganz allein. Hältst du das für wahrscheinlich? Ehrlich gesagt, es ist mir gleich. Solange ich bezahlt werde, kann mir der Rest gestohlen bleiben. Bist du nicht neugierig? Nein. Ich habe festgestellt, dass man mit Neugier nicht lange überlebt. Das mag richtig sein. Okay, dazu gibt's keine Ich glaube, es wird Zeit für mich, diesen Tisch zu verlassen. Ach so, Moment. Können wir uns unterhalten oder muss ich noch einmal dieses blöde Spiel spielen? Derzeit gibt es nicht viel zu tun. Wir können uns unterhalten. So, was ist, wenn ich ihm... Ich wollte den gestohlenen Zahn. Okay. Weißt du, was dies ist? Es sieht nach einer Geldbörse aus. Ich glaube, da ist etwas von dir drin. Was? Wirklich? Ah ja, du hast recht. Und weißt du was? Plötzlich kann ich mich viel besser erinnern. Das dachte ich mir. Ah. Okay. Erkennst du den Zwerg auf dem Ikonografenbild? Klar. Das ist Regin. Du kennst ihn? Er ist Stammgast im Saturnalien. Aha. Er spielt nicht oft, aber wenn es der Fall ist, gewinnt er. Die meiste Zeit übertreibt er sich in der Menge herum. Mit wem spricht er? Ich bespitzele die Gäste nicht. Warum nicht? Ich muss den Tisch im Auge behalten. Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen? Ich glaube, es ist schon einige Tage her.
Kannst du dich sonst noch an etwas über ihn erinnern? Ja, er hat ein Sicherheitsschließfach. Ein Schließfach? Oh. Viele Wertgegenstände wechseln hier den Besitzer. Manche Leute möchten sie an einem sicheren Ort aufbauen. Ja, ist richtig. Aber du hast doch gesagt, dass Regin kaum spielte, oder? Nun, ich habe keine Ahnung, warum er ein Schließfach hat. Ich weiß nur, dass er über eins verfügt. Dann bräuchten wir wahrscheinlich den Schlüssel dazu. Und um den Schlüssel zu kriegen, müssen wir ihn aus der Kutsche zerren. Hast du diesen Stoff schon einmal gesehen? Ich bin nur ein Kopie. Okay. So, jetzt fragen wir ihn noch nach dem, nach der Kutsche hier, ne? Vor 3 Nächten hatte Regin den Kaienhang verlassen und war mit einer Kutsche mitwärts gefahren. Hast du ihn gesehen? Das bedeutet mir nichts. Okay. Gut. Wer ist Wurzel? Wurzel war der deprimierteste Zauberer, den ich je gesehen hatte. Vielleicht erging es einem so, wenn man sich dauernd in einem Casino aufhielt. Mein Spiel scheint dich sehr aufgeregt zu haben. Ich bin nicht mehr so gelassen wie früher. Bist du ein Zauberer? Meine Güte, wie aufmerksam von dir. Was hat dir den entscheidenden Hinweis gegeben? Das Gewand? Die magischen Symbole? Ich dachte nur, du hättest vielleicht Lust zu einem Gespräch. Du hast versucht, mir am Tisch zu helfen. Und ich wollte dir zeigen, dass ich meine Unfreundlichkeit dir gegenüber bedauere. Entschuldige bitte, wenn ich dich damit nerve. Nein, warte. Tut mir leid, Freund. Ich bin nur ein wenig nervös. Deswegen. Ich heiße Luton. Entschuldige. Wir sind uns nicht vorgestellt worden. Ich bin Wurzel. B-Unhe-S. B-Unhe-S? Nun, Baccalaureus unheimlicher Spitzenarbeiten. Unheimlicher Spitzenarbeiten? Frag bloß nicht. Okay. Bist du hier Stammgast? Ich denke schon. Ich habe nicht viel Glück. Ich dachte, alle Zauberer hätten Glück. Meine Güte, wie kommst du denn darauf? Hast du eine Ahnung, auf wie viele unangenehme Arten ein Zauberer allein in der unsichtbaren Universität aus dem Leben scheiden kann? Ja. Ein kurzes Stottern an der falschen Stelle, wenn man einen Dämon beschwört. Und bam! Dann wird man zur nächsten Mahlzeit eines Unheilwesens, das mehr Tentakel als Beine und weniger Arme als Köpfe hat. Und wenn man zu viel Zeit im falschen Bereich der Bibliothek verbringt, puff, man verschwindet. Dann bleibt nur Statistik von einem übrig. Gefällt es dir, ein Zauberer zu sein? Ich habe den Beruf des Zauberers immer für sehr glamourös gehalten. Die Zauberei hat nichts Glamouröses. Nun, abgesehen vom Glamour. Glamour? Eine elfische Angelegenheit. Thank you very much. Was? Da war was Englisches. Wenn du so viel Pech hast, wieso kommst du dann hierher? Ich habe bisher kein sehr glückliches Leben gelebt, aber nun, ich weiß nicht. Hier gibt mir etwas das Gefühl, wenigstens eine Chance zu haben. Aber die Chancen stehen immer gegen dich. Das Haus ist immer im Vorteil. Ich möchte dir etwas sagen, Luton. Das Haus ist immer im Vorteil. Hier und auch dort draußen. Es macht keinen Unterschied. Hier drin weiß man wenigstens, wer das Haus ist. Das ist eine ziemlich krasse Einstellung. Hast du jemals eine Entscheidung getroffen, die dein ganzes Leben beeinflusste? Hast du jemals etwas getan, das alles in Frage stellte? Nein, ich habe nicht das Gefühl, mein Leben so gut zu kontrollieren. So geht es uns allen. Aber die Ansicht war klasse, ja? Hier weiß man wieder, ja, wer das Haus ist. Unsichtbare Universität, lieber Wurzel. Du arbeitest also in der unsichtbaren Universität. Ich habe dort studiert. Als ich meinen akademischen Grad bekam, bin ich weitergezogen. Aber du bist nach wie vor ein Zauberer. Ich dachte, ihr untersteht alle der Gerichtsbarkeit der Universität. Ja, ich arbeite jetzt für die okkulten Sicherheitssysteme. Okkulte Sicherheitssysteme? Ja, wir produzieren magische Sicherheitssysteme. Eine sehr exklusive Angelegenheit. Mhm. Sind sie teuer? Oh ja, kaum jemand kann sich unsere Dienste leisten. Na super. Das ist ja richtig ideal für ein, um den Markt zu beherrschen. Hast du jemals einen Zwerg namens Regin im Casino gesehen? Klar, allerdings habe ich nie mit ihm gesprochen. Was spielt er?
Knüppel, Roulette, Zwiebel, Würfel. Er spielt alles, ein bisschen. Er scheint immer zu gewinnen, aber er stellt sein Glück nie auf die Probe. Er gewinnt und dann hört er auf. Das ist seine Methode. Ich wünschte, ich hätte sein Glück. Ich würde es weitaus besser verwenden. Okay. Hast du diesen Stoff schon einmal gesehen? Ich fürchte, damit kann ich dir nicht helfen. Na, ich denke mal, hier wird... Ich wollte den gestohlenen Zahn... Ja, ja, okay, den Zahn zeigen wir nicht. Dann machen wir mal noch das Notizbuch unsicher. Vor 3 Nächten hatte Regin den Kai in Ankh verlassen und war mit einer Kutsche mitwärts gefahren. Hast du ihn gesehen? Das bedeutet mir nichts. Okay, okay. Wir fangen mal wieder von vorne an. Ja, wo? Weißt du etwas über die Ermordung eines Mannes namens Mundi? Ich fürchte, damit kann ich dir nicht helfen. Okay, Azile. Bedeutet das Wort Azile etwas für dich? Ich fürchte, damit kann ich dir nicht helfen. Ja, okay. Carlotta. Kennst du Carlotta? Nein, ich glaube nicht. Was soll das denn bedeuten? Vergiss es. Okay. Kennst du einen Troll namens Malachit? Ich kenne sie nicht. Kennst du eine Frau namens Ilsa oder einen Mann namens Zwei Kastanien? Ich kenne sie nicht. Alkali aber. Was weißt du über einen Zwerg namens Alkali? Ich kenne sie nicht. Och komm, du musst doch was wissen hier. Hast du von den Gegengewichtmorden gehört? Ich habe gehört, dass jemand in der Universität von einem Spion umgebracht wurde. Okay. Aber mehr möchte ich eigentlich nicht darüber wissen. Kennst du einen Troll namens Saphir? Ich habe sie gelegentlich gesehen, aber eigentlich kenne ich sie nicht. Hast du sie hier gesehen? Oh ja, ja, sie kommt manchmal hierher. Allerdings wirkt sie nie sehr glücklich. Kennst du einen Troll namens Saphir? Ich habe sie gelegentlich... Hast du sie hier gesehen? Oh ja, ja, sie kommt manchmal hier. Allerdings... Und gelogen gleich. Kennst du einen... Ich habe... Hast du... Oh ja, allerdings... Hat man das, ich bin mir jetzt nicht Vielleicht sicher. Vielleicht sehen wir... Hat man wir uns unterhalten das oder muss gefragt? Ich noch einmal dieses blöde... Wir können uns... Ich will nur sicher gehen, dass ich, Du kennst einen Troll namens Saphir, nicht wahr? Ja, ich kenne Saphir. Sie ist ein guter Kunde. Spielt immer mit Barem und gewinnt nie. Ich schätze, manche Trolle haben einfach kein Glück. Sie gewinnt nie? Sie gewinnt ein wenig und dann verliert sie sofort wieder. Sie kann Geld einfach nicht festhalten. Nur wenige Leute können das an diesem Ort. Sie verlässt das Casino immer als Verlierer. Besteht die Möglichkeit, dass sie eine große Summe gewonnen hat, ohne dass du davon weißt? Wenn sie das Geld hier gewonnen hat, müsste ich davon wissen. Bingo. Kannst du mir noch mehr über Saphirs Pechsträhne erzählen? Was gibt es da zu erzählen? Sie hat ihr Geld ebenso gut unter Kontrolle wie ein betrunkener Zwerg sein Temperament. So. Mit den erweiterten Informationen machen wir an der Stelle hier wieder eine Folgenpause. Ja, danke fürs Zuschauen und ich bin gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht mit den neuen Informationen. Bis dahin, viel Spaß, bis bald. Ciao, ciao.